Das ist Heinrich, nicht der Erste, nicht der Zweite, nein, der Dritte. Deutscher Kaiser im 11. Jahrhundert und wagemutiger Feldherr. Goslar war seine Lieblingsstadt. Hier hat er die Kaiserpfalz bauen lassen. Und die Stadt ist noch heute mächtig stolz. Ein Stück weit hat er den Gründungsimpuls für die Stadt Goslar gegeben. Denn mit der Ansiedlung der Kaiserpfalz hat diese Region hier sozusagen auch ein wirtschaftliches Zentrum bekommen. Und aus lauter Dankbarkeit plant die Stadt 2017 eine große Party zu Heinrichs Ehren. Wir wollten im Oktober des nächsten Jahres den 1000-jährigen Geburtstag Heinrichs III. Feiern. Und zwar mit Ausstellungen, seltenen Leihgaben und angesehenen Festrednern. Professor Gerhard Lubig befasst sich im Forschungsprojekt Register Imperii mit den Lebensdaten mittelalterlicher Herrscher und soll einen Vortrag halten. Ich habe gesagt, das wollte ich gern tun, wäre aber der Auffassung, und hier habe ich mich als Spielverderber geoutet, ich selbst, dass der Geburtstag schon dieses Jahr, also sich zum 1000. Male jährt. Oh, nicht erst 2017, sondern 2016 schon ist der Geburtstag. Blöd, diese Erkenntnis ruft in Goslar vor allem eins hervor. Überraschung. Bei so viel Überraschung gibt's in Goslar dann wohl genau eine Überraschungsparty schon in diesem Jahr. Denn nächstes Jahr wär's ja ein bisschen zu spät für den 1000. oder? Meiner Auffassung nach sollte schon 1001. Geburtstag draufstehen und das ist ja auch eine schöne Sache. Ja, ist dann halt kein wirklich runder Geburtstag mehr, aber ist ja auch egal. Egal würde ich jetzt nicht sagen, also ein Jubiläum begeht man eigentlich schon ganz gerne dann, wenn es tatsächlich anfällt. Aber es ist nicht so kriegsentscheidend, dass man deshalb alles ändern wird. Nö, warum sollte Goslar sich nach irgendwelchen albernen historischen Daten richten? Ob ein jung vermähltes Ehepaar den ersten Hochzeitstag feiert oder den 367. Tag ihres Zusammenseins, ist im Grunde genommen völlig Wumpe. Es ist lediglich der Versuch, etwas zu feiern, was man für feiernswürdig hält. Wumpe, man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen.